fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann klappt es dann. Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Auf die Plätze! Fertig! Los! Mami! Ins Wasser. So ähnlich auf jeden Fall. Uiuiui. Und im Vergleich zu mir friert der fast nie. Uiuiui. Oh Mann! Das ist wirklich kalt. Also, ich zieh mir mal trockene Sachen über und für euch gibt's schon mal die ersten Otter. Fischotter sind Marder, die an das Leben im Wasser angepasst sind. Man nennt sie deshalb auch Wassermarder. Sie sind scheu, schlau und äußerst verspielt. Ob im Fluss, Teich, See oder Meer, Fischotter lieben saubere Gewässer mit dicht bewachsenen Ufern. Da können sie sich nämlich super gut verstecken. Unter Wasser sind Fischotter geschickte Jäger. Ihre Leibspeise? Na logisch, Fisch. Deswegen heißen sie ja auch Fischotter. Diese Marder haben ein richtig dichtes und warmes Fell. Auch in eisiger Kälte müssen sie nicht frieren. Ihr Pelz wurde den Ottern aber auch zum Verhängnis. Menschen haben sie gejagt, um aus ihren Fellen Kleider zu machen. Deshalb sind einige Otterarten heute vom Aussterben bedroht. Einmal im Jahr bekommen die Weibchen Nachwuchs. In der Regel 1 bis 4 Jungtiere. Der Riesenotter ist die größte Otterart. Er wird bis zu 2 Meter lang und lebt in Südamerika. Ich bin im Otterzentrum in Hankensbüttel. Das liegt im Norden Deutschlands in Niedersachsen. Hier kann man europäische Fischotter bestaunen. Ich bin mit Tierpflegerin Linda verabredet. Schönes hier. Und da ist Linda. Hi Linda! Hi Paula! Hey, wen hast denn du da? Das ist unser Max. Und Max ist, wenn ich es richtig erkenne, ein Fischotter, oder? Genau. Darf ich mal zu euch kommen? Ja, klar. Super. Neugierig erwartet mich Fischotter Max. Hallo? Hallo? Oh. Und weg ist er. Aber er hat mich begrüßt. Das sah so aus. Ich komme mal zu dir. Ich sehe schon, du hast da Fisch, oder? Genau. Was ist rutschig? Das wäre es jetzt gewesen. Gleich am Anfang schwimmen mit dem Fischotter. Hi. Darf ich ihm auch mal eins geben gleich? Ja, gerne. Am besten hier einen von denen. Guck mal, Max. Max. Oh. Aber gleich ab. Genau. Max, du musst keine Angst Sicherheit haben. Bringen. Ich will dir den Fisch nicht wegnehmen. Und lebt hier nur Max? Nee, eigentlich lebt hier auch noch Naima. Aber die schläft wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo im Gebüsch.
Ah ja, die sind nachtaktiv, genau. Ne? Eigentlich schlafen Fischotter tagsüber. Zumindest in freier Wildbahn. Hier sind die Tiere auch am Tag wach, weil sie Futter bekommen. Das Weibchen Naima schleicht sich an und kriecht mir in das Hosenbein. Ja, weil in freier Wildbahn sieht man so einen Otter relativ selten. Und hier können Kinder zum Beispiel herkommen und gucken, wie die... Der wird gerade an meinem Bein geschnuppelt. Das kitzelt. Was soll ich jetzt machen? Kann der beißen eigentlich? Beißt der nicht? Ja, er kann beißen, aber ich glaube, der guckt aber jetzt erst mal. Ich glaube, ich schmeck nicht. Ich schmeck nicht nach genau. Fisch. Ja. Okay, jetzt habe ich die beiden Fischotter hier kennengelernt. Sag mal, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ich würde sagen, wir haben noch ein weiteres Gehege. Da leben auch noch drei Otter. Und ja, da könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen sauber machen. Mal schauen, was sauber die drei machen, da machen. Ist immer super. Genau, einfach mal durchlaufen. Okay, alles klar, auf geht's. Ja. Also jetzt vorsichtig. Genau. So. Die Fischotter sind putzmunter. Vor allem die Kamera finden sie super spannend. Ob man daran vielleicht knabbern kann? Hey, die sind total verspielt. Ja, die sind eigentlich schon relativ aktiv, auch verspielt untereinander. Das heißt, auch die drei, die hier im Gehege sind, die würden jetzt zusammen rumtoben, was ja eigentlich schon relativ ungewöhnlich für die Otter ist. Ja, weil es sind eigentlich Einzelgänger. Genau, eigentlich leben sie alleine in der Natur. Allerdings in der Natur hat man auch die Sache, man hat Männchen, Weibchen, die sind da gemischt. Und da gibt es natürlich eine Konkurrenz. Das heißt, ein Männchen möchte kein anderes Männchen in der Nähe haben, wenn da ein Weibchen rumläuft. Ich verstehe. Ja, aber hier haben wir drei Männchen sitzen. Und solange da kein Weibchen zukommt, alles ist Paletti. Super, genau, dann gibt es da keine Streitereien. Ums Futter müssen sich die Otter auch nicht prügeln. Für jeden ist genug da. Linda, wo machen die hier eigentlich hin? Haben die irgendwie Toiletten oder müsst ihr putzen? Müsst ihr das sauber machen hier? Ja, klar. Also putzen müssen wir jeden Tag. Die machen ja auch hier überall immer hin. Allerdings ist das Ganze schon relativ einfach. Okay. Die Otter, die markieren natürlich ihr Revier. Das heißt, ja, das ganze Ottergehege ist ein Revier. Und um den Zaun herum oder um das Gehege herum haben die ihre Kotplätze. Das heißt, da müssen wir nur eine Runde drehen und sind dann gleich fertig. Bewaffnet mit Eimer und Schaufel geht die Jagd auf die Haufen los. Alles dicht gewachsen. Aha, und hier ist gleich der Ort des Geschehens. Die sehen alle komplett unterschiedlich aus. Der eine ist so glitschig, grün, dunkel, hellgrün und der ist braun fast. Ja, genau. Ja, das liegt einfach daran, dass die Otter eben nicht nur Fisch fressen, sondern alles Mögliche, was sie im und am Wasser finden. Darunter zählen dann auch eben verschiedene Insekten und auch Krebstiere, die sie dann im Wasser finden können. Aber auch verschiedenes Geflügel, auch junges Geflügel, was wir hier füttern. Und ja. Okay, das ist Kröten. Total. Kröten auch, Frösche, alles. Ja, das wird alles, was ihnen unter die Nase kommt, wird gefressen. Ich dachte ja immer, Fischotter futtern nur Fisch. Ja, also ihn fressen sie hauptsächlich, aber greifen auch auf alles andere zurück. Alles klar. Naja, jetzt bin ich schlauer und jetzt räumen wir weg. Dann wird jetzt geputzt. Wie praktisch, dass Fischotter ihre festen Kotplätze haben. Linda weiß genau, wo wir hin müssen. Was beim Fischotter vorne reinkommt, flutscht ziemlich schnell durch und kommt dann hinten wieder raus. Das Ganze, die Verdauung, dauert nur 2 Stunden. Ja, und deswegen haben wir jetzt noch ganz schön was zu tun, ne, Linda? Aber dann ist auch der letzte Haufen im Eimer. Linda zeigt mir jetzt den natürlichen Lebensraum von Fischottern. Aber dazu muss ich erst mal zu ihr kommen. Das ist ja eine ganz schön wackelige Angelegenheit hier. Gleich bin ich auch ein Fischotter, Linda. Geschafft. Und jetzt rauf aufs Fluss. Genau. Also, Fischotter sehe ich keine. Dafür jede Menge Schilf. Ja, das ist super. Da können sie auch richtig gut drin verstecken. Das ist quasi die Vegetation am Uferbereich, die Otter lieben. Da können sie einfach reinkriechen und haben auch direkten Zugang zum Wasser. Also wenn von der anderen Seite was ist, können sie auch direkt ins Wasser springen. Das ist echt klasse. Aber gesehen habe ich jetzt noch keinen. Nee, die verstecken sich gut. Gut getan. Ab in den Hafen. Im Gehege haben wir mehr Glück. Mit Futter kriegt man nachtaktive Tiere auch tagsüber auf die Beine. Ein einfacher Trick. Ich mache jetzt mal eine Aufnahme von dir.
Mal gucken, wie du das findest. Wow, da sieht man super gut die Fibrissen vorne. Die sind doch auch ganz besonders und speziell, oder? Ja, die sind ziemlich empfindlich, diese Fibrissen. Mhm. Damit kann der Otter alles Mögliche an Schwingungen wahrnehmen, die im Wasser sind. Das heißt jetzt von Pflanzen und von Tieren. Ja. Und ja, wenn er klein ist, lernt er dann im Laufe der Zeit zu unterscheiden. Und dann kann er den Fisch, wenn er im Wasser steht und die Kiemen bewegt zum Atmen, ja, spüren quasi über diese Fibrissen. Genau. Über diese Härchen fühlt er dann sozusagen, dass da 5 Meter weiter ein Fisch ist. Genau, das heißt, er benutzt gar nicht seine Augen unter Wasser, sondern der benutzt ja, seine Tasthaare, um die Fische zu finden. Ja. Dank ihrer Tasthaare können Fischotter auch bei trübem Wasser super jagen. Ich glaube, die beiden sind jetzt satt. Ja, ich glaube auch. Haben sich jetzt zurückgezogen. Die haben doch so ganz spezielles Fell, oder? So ein bisschen wie so ein Reißverschluss. Ja, das kann man ungefähr so sagen. Das ist eben auch sehr dicht. Aber am besten, ich zeige dir das gleich mal an einem Otterfell. Oh, hast du eins? Genau, und dann können wir uns das mal angucken und dann erkläre ich dir das. Auf geht's. Ja. Fischotter haben das dichteste Fell aller heimischen Tiere. Das ist ein Otterfell. Da kann man sich das Ganze mal ein bisschen anschauen. Ja, aber einen Reißverschluss sehe ich da nicht. Nee, der Reißverschluss, der ist quasi versteckt. Das heißt, die Struktur der einzelnen Haare ist so aufgebaut, dass sie ineinander übergreifen. Das könnt ihr euch vorstellen wie bei einem Reißverschluss. So, jetzt machen wir den Otter hier mal ein bisschen nass. Ah, das sieht man super. Genau, hier sieht man das sofort. Das kann man sofort erkennen. Genau, dass diese Schicht entsteht. Das glänzt auch richtig, ne? Es kriegt sofort diese Fischotter-Optik. Genau, ja. Und das sieht man dann auch bei den Ottern selber, wenn das Ganze jetzt ein bisschen trocknet, dass das Fell dann so ein bisschen aufreißt. Und dann sehen die Otter immer so ein bisschen stachelig aus. Ja. Ja. Wie einmal durchgewuschelt sehen die aus. Ah, aber wenn man jetzt hier guckt, dann sieht man da drunter das Fell. Genau, das ist die Unterwolle. Ja. Die ist also ziemlich warm, die ist auch noch wärmeisolierend. Und die ist dann wichtig für den Otter, das ist quasi der Wollpulli, den er drunter hat, damit ihm nicht kalt wird. Und die oberen Grannenhaare, wie man sie nennt, die ziehen sich dann zusammen und verdecken das Ganze, ja, dass der Otter gar nicht nass wird. Das ist ja toll, ja, weil hier unten ist es wirklich trocken. Genau, ja. Diese Unterwolle ist wirklich trocken. Genau, und da passt eben auch kein Wasser zwischen. Geschickt. Der faucht so komisch, der macht so komische Geräusche. Was ist das genau, Linda? Ja, der ist jetzt gerade ein bisschen unsicher, der weiß nicht so richtig, was er mit uns anfangen soll. Und deshalb schaut er auch so ein bisschen, schwimmt hin und her. Und der denkt sich, das sind doch keine Fischotter. Genau. Das ist total lustig. Also immer, wenn so ein Fischotter taucht, dann zieht er so eine Blubberspur hinter sich her. Warum sind denn da diese Bläschen? Warum kommen die hoch? Das liegt daran, dass die Otter ja nicht nur das Fell haben, was sie vom Wasser schützt, sondern sie haben auch zusätzlich im Fell gespeichert noch Luft. Und diese Luft sorgt einfach dafür, ja, dass die Otter sehr gut isoliert sind. Das ist quasi dann der Neoprenanzug mit dem Luftpolster darunter. Da wird denen auch bei minus 20, minus 30 Grad im Winter gar nicht kalt. Wird die nicht kalt? Also die könnten auf dem Eis liegen und das wird die nicht stören? Genau, das wird die überhaupt nicht stören. Okay, ach so, und wenn sie abtauchen, dann kommen diese Luftbläschen aus dem Fell raus? Genau, die werden vom Wasser dann langsam rausgedrückt. Blub, 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 blub. Also immer, wenn ihr in einem Gewässer, zum Beispiel in einem See, diese Bläschen seht, dann könnte das ein Fischotter sein. Oder ein pupsender Taucher. Wow! Oh, toll! Oh, guck mal, voll schön! Hey, das sind super gute Taucher. Wie lange können die unter Wasser bleiben? Getestet hat man das noch gar nicht so genau. Das ist mal ein bisschen schwierig unter Wasser. Allerdings geht man von 7 bis 8 Minuten aus. Wenn sie halt ruhig und entspannt sind, schafft ihr das eigentlich schon locker. Ist ganz schön lang. Ja, wie lange kannst du denn die Luft anhalten, Paula? Oh, 1,5 Minuten vielleicht? Ich weiß nicht. Ja, am besten probierst du es mal aus. Mach ich doch glatt. Und 13 Sekunden. Gar nicht so schlecht. Aber Fischotter können das besser. Ich treffe mich jetzt mit Marc, dem Leiter des Otterzentrums. Er zeigt mir Fischotterspuren in freier Wildbahn.
Es ist so, dass unter diesen Brücken alle möglichen Tiere entlanglaufen, die sich entlang eines Gewässers bewegen. Und hier zum Beispiel sieht man sehr schön, dass der Fischotter hier offenbar gekommen ist. Hier ist ein typischer Markierungsplatz, wo er im Grunde genommen dann hier auch seinen Kot absetzt. Ach so, das. Und das ist dieser Kotfleck. Da hat er hingemacht. Genau, da hat er hingemacht. Und hier siehst du sehr schön die Fußabdrücke, die Trittsiegel von dem Fischotter. Mache ich doch gleich mal ein Foto. Und für den Fischotter ist das wie so ein schwarzes Brett. Also er kann hier seinen Artgenossen sagen, hallo, hier bin ich. Das ist mein Revier. Meine Brücke. Haltet euch fern. Okay. Genau. Ich verstehe. Und ansonsten sind Brücken natürlich schon auch ein Problem. Also immer dann, wenn nicht wie hier so viel Land mit überspannt ist, sondern wenn diese Wand jetzt hier stünde, direkt mal, am Wasser, dann ist es den Fischottern häufig unangenehm. Sie steigen dann vorher aus, verlassen das Bachbett, laufen über die Straße, um auf der anderen Seite wieder in den Bach zu kommen. Weil sie nicht so gerne durchschwimmen möchten. Weil sie aus irgendwelchen Gründen manchmal nicht unter der Brücke durchschwimmen. Eine mögliche Erklärung: Unter Brücken fließt das Wasser schneller und das Rauschen wird dadurch lauter. Fischotter empfinden das vielleicht als Gefahr. Gibt es einen Grünstreifen, also einen Fluchtweg, steigen sie aus dem Wasser und laufen durch. Gibt es keinen, gehen sie über die Straße. Das ist noch so eine offene Frage, warum das so ist, aber wir wissen, dass das häufig vorkommt und dann werden die Tiere auf der Straße überfahren. Jedes Jahr sterben so über 200 Fischotter, aber man kann den Tieren helfen. Paula, ich würde jetzt gerne mit dir noch mal ein bisschen weiterfahren und dir eine Stelle zeigen, wo wir ganz viel für den Fischotter getan haben, also Naturschutzmaßnahmen umgesetzt haben, damit sich der Fischotter an dem Bach wieder richtig wohlfühlt. Oh, wie schön. Hier ist eine alte Mühle. Genau, das ist die Wassermühle hier in Warenholz. Ja. Wir sind hier jetzt wieder an der Ise, die siehst du hier, wo auch die Fischer da leben. Das sah früher ganz anders aus. Hier war nämlich so ein Absturz, das heißt so eine Mauer, wo das Wasser dann über einen Meter tief runterfiel. Okay. Und Lebewesen konnten gar nicht passieren. Das heißt, die kamen nicht hoch und die kamen nicht runter. Okay. Das haben wir im Rahmen dieses Naturschutzprojektes geändert. Das heißt, es wurde eine Rampe gebaut und auch der Fischotter hat hier die Möglichkeit zu passieren. Zum Beispiel da drüben an der Brücke, siehst du, haben wir ein Brett angebracht. Ja, ich habe mich schon gewundert, da setzt sich doch keiner hin. Was ist denn eine Bank unter einer Brücke? Das habe ich noch nie gesehen. Tolle Sache, so eine Fischotterbrücke. Hier können die Fischotter durchlaufen, ohne oben von den Autos überfahren zu werden. Zeitgleich zu den Naturschutzmaßnahmen konnten wir hier diese alte Wassermühle wieder in Gang setzen, kann man sagen. Das heißt, der Müller hat hier im Zuge des Projektes auch wieder sein Mühlrad aufbauen können und betreibt hier heute wieder die Mühle. Das ist eigentlich toll, weil wir hier beides geschafft haben. Wir haben der Natur geholfen und wir haben hier dem Menschen, dem Müller, helfen können, hier seine Mühle wieder mit aufzubauen. Und so haben beide gewonnen, also der Mensch und die Natur. Das ist eine tolle Sache. Super. Ich verlasse das Otterzentrum. Auf mich wartet jetzt nämlich noch eine Überraschung. Hallo. Hallo. Grüß dich. Guckt mal, da paddelt meine Überraschung Wolfgang und ich darf vorstellen Nemo. Hi. Hallo. Ja, Nemo freut sich, dass er bei so einem schönen Wetter draußen sein kann. Hallo, Wolfgang, grüß dich, hallo. Hi. Na, Nemo? Ja, guck mal. Nemo, guck mal. Darf ich ihn anfassen? Ich würde ihn anfassen, ja. Einfach mit zwei Händen mal ein bisschen versuchen, ob er spielen will. Oh, guck mal, er sagt mir Hallo. Als erstes wird er jetzt wahrscheinlich versuchen, festzustellen, ob du was zu fressen hast für ihn. Oh, ich habe leider... Oh, Nemo, ich habe keinen Fisch gefangen für dich. Aber ich habe was. Ich kann mir nachher was geben. Wolfgang, wie kommst du eigentlich zu einem Fischotter? Das ist ja nicht normal. Ja, ganz einfach. Also im Aquazoo in Düsseldorf wurden die Fischotter geboren. Ja. Die Mutter hatte zum ersten Mal Junge. Es waren 7 Stück. Oh. Das ist nicht normal. 1 bis 4 wären normalerweise in so einem Wurf. Okay. Und dann habe ich Nemo aus dem Wurf genommen, um der Mutter ein bisschen zu helfen. Und Nemo von Hand aufgezogen. Er hat da die Augen warst du aufgemacht. Fischotter-Mama. So war es, ja. Mama und Papa gleichzeitig. Oh, so ist das, genau. Sehr lustig. Schon ganz schöne Zähne, hey Nemo. Ja, das ist ein Raubtier. Aber jetzt spielt der, oder? Das ist Spiel. Das ist Spielen. Wenn er beißen würde oder sich wehren würde, dann würde Blut fließen. Ehrlich? Das wäre schlimm. Ja, ja, die haben schon ein richtig gutes Gebiss, ja, oder? Das ist die können Raubtiergebiss, schon... genau, mit scharfen Eckzähnen. Gerade Nemo. Oh, oh, hey. Ja, Nemo macht das gut. Im Vergleich zu den Fischottern ist Nemo relativ klein.
Du, Nemo ist doch ein Zwergotter, ne? Ein Zwergotter oder man sagt auch Kurzkrallenotter. Zwergotter leben in Asien. Bei uns kann man sie nur im Zoo sehen. Der Otter, der hier in Deutschland noch lebt, der ist ja der europäische Otter und der ist viel größer. Stimmt, ja. Die habe ich schon kennengelernt. Er ist ganz klein, ja, und er ist tagsüber aktiv. Richtig, und die europäischen Otter, die schlafen meistens tagsüber. Genau. Ja, genau. Oh, Nemo. Nemo. Ich glaube, der kriegt Hunger. Ich bin noch kein Fisch. Ja, vielleicht geben wir ihm lieber was, oder? Was denkst du? Wir können ja ein bisschen was geben. Ne? Nein, nicht mein. Nein, Nemo. Das ist Muschelfleisch, das frisst er besonders gern. Oh ja, das mag ich auch. Und das kann auch. Ich ihm mal runtergeben. Ja, guck mal, Nemo. Ja, guck mal, das frisst er gern. Aber am allerliebsten hat er natürlich Fische. Die sind glitschig. Nicht, dass er mir runterfällt. Ja, ganz fest anpacken. Guck mal. Oh, und jetzt soll ich ihn geben? Ja. Oh. So niedlich Nemo auch aussehen mag, beim Fressen wird er zum Raubtier. Schaut euch mal an, wie er den Fisch mit seinen Zähnen zerfleischt. Zoodirektor Wolfgang hat Nemo nicht nur zum Spaß bei sich aufgenommen. Mit dem zutraulichen Zwergotter möchte er auf die gefährdete Tierart aufmerksam machen. Denn 9 von insgesamt 13 Otterarten sind weltweit vom Aussterben bedroht. Nemo ist sozusagen der Botschafter der Otter. Und jetzt hat Nemo eine Botschaft an alle anderen Otter und markiert sein Revier. Das ist mein Badesee! Wem gehören eigentlich diese schicken Schuhe? Tja, Nemo, das sind meine. Ja, komm mal her. Oh. Was für eine Schweinerei. Ja, Nemo, ich bin ein tolles Handtuch, oder? Was sagst du dazu? Was macht er jetzt für Geräusche? Also das sind Wohlfühlgeräusche. Oh ja, ich fühle mich auch wohl. Ja. Solange du nicht in mein Ohr beißt, Nemo, macht er nicht, aber er liegt jetzt da und ruht ein bisschen. Er findet das ganz klasse, dass er da auf den Schultern mal ruht. Ja, er lässt sich jetzt trocknen. Genau. Nein, jetzt schuppert er sich wirklich. Wir müssen ja hier Sand in den Ohren haben. Nemo, und wer macht mich nachher sauber? Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch einmal alles sehen, was ich heute erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Heute bin ich auf der Suche nach Fischottern. Doch gefunden hat der Fischotter mich. Und hier können Kinder zum Beispiel herkommen und gucken, wie die... Der wird gerade an meinem Bein geschnuppelt. Beim Füttern konnte ich super die Tasthaare der Otter beobachten. Die heißen Fibrissen. Mit denen kann der Otter unter Wasser Beute aufspüren. Lustig. Wenn Fischotter tauchen, steigen Luftbläschen aus ihrem Fell auf. Also immer wenn ihr in einem Gewässer, zum Beispiel in einem See, diese Bläschen seht, dann könnte das ein Fischotter sein. Oder ein pupsender Taucher. Marc hat mir dann Fischotterspuren in freier Wildbahn gezeigt. Mach das gleich mal mit Foto. Dann habe ich noch hohen Besuch bekommen. Den Botschafter der Otter, Nemo und Herrchen Wolfgang. Oh, guck mal, er sagt mir Hallo. Nemo und ich sind schnell Freunde geworden. Was macht er jetzt für Geräusche? Also das sind Wohlfühlgeräusche. Oh ja, ich fühle mich auch wohl. Guckt mal, Nemo ist eingeschlafen. Ja, ist ja logisch, oder? Wer viel futtert und viel spielt, der braucht auch mal ein Päuschen. Ja. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann...